unterstützt die Arbeit des deutsch-polnischen Jugendwerkes. Die machen keinen klassischen Schüleraustausch, aber da gibt es eine Vielzahl von anderen Austauschgeschichten. Und die Schule, auf der ich war, die hatte natürlich Partnerschulen in Polen. Ich bin Brandenburger, da ist das völlig Standard gewesen. Irgendwann kann man auch Partnerschulen in den USA oder in Frankreich dazu, aber entscheidend für uns war immer Polen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit eine Stärke von Jugendaustausch insgesamt, wenn man sich anguckt, noch die Situation in den 90ern, auch sozusagen die Länder des Ostblocks waren ja untereinander total abgeschottet. Das ist ja nicht so, dass es sozusagen enge Partnerschaften, inoffizielle gegeben hätte, wo man zwischen der DDR und Polen hätte beliebig hin und her reisen können. Und für viele war das ein Kulturschock, so nach 90, aber auch nochmal nach 2004, als die Grenzen sich öffneten. Vieles, was da vorbereitet wurde, was sozusagen Vorbehalte abgebaut hat, ist über den Jugendaustausch in den 90er Jahren gelaufen, über Schulkooperationen. Ja, da ist sozusagen eine Menge gemacht worden. Ich habe mich das selber nie getraut. Ich habe tatsächlich bei Polen immer eine Sprachenhemmnis gehabt und dann waren einfach irgendwann andere Sachen wichtiger. Ich habe dann einfach im Schwerpunkt Jugendverbandsarbeit gemacht und hatte das Gefühl, also ich bin so viel unterwegs, auch in Europa, das ist für mich kein Thema mehr gewesen. Oder was für uns völlig klar ist, es darf keine Situation geben, wo Arbeiterkinder an Schulen, die nicht automatisch zum Abitur führen, keine Chance haben. Zum Beispiel auf internationale Austauschbegegnungen. Oder dass das sozusagen dem Zufall überlassen ist, dass sie vor Ort möglicherweise einen guten Jugendclub haben, der zum Beispiel sowas hat. Sowas gibt es in Brandenburg viel. Da ist viel aufgebaut worden, aber darauf kann man sich ja nicht verlassen. Insofern finde ich, da muss man gar nicht über Rechtsansprüche reden, aber dass Strukturen so ausfinanziert sind, dass das prinzipiell immer geht. Dass es prinzipiell immer geht und nie daran scheitert. Und da gibt es viele Sachen. Der Schüleraustausch ist eins. Ich habe im Pad gesehen, die Frage von Freiwilligendiensten, europäischen Freiwilligendienst. Das spielt gerade für Ostmitteleuropa eine große Rolle. Auch sozusagen gerade nach dem Beitritt der ostmitteleuropäischen Staaten zur Europäischen Union hat's, und auch schon davor hat es wahnsinnig viele über den europäischen Freiwilligendienst junge Leute gegeben, die nach Deutschland gekommen sind und umgekehrt. Auch das sind sozusagen ja Austauschsachen, die wir sozusagen unterstützen wollen. Also da sind Punkte, die sind wichtig und das, da würde ich sagen, das darf sozusagen nie am Ende am Geldbeutel der Eltern scheitern. Und wir sind ja ein großer Fan der Gemeinschaftsschule. Wir wollen, dass Kinder möglichst lange gemeinsam lernen und auch Sachen voneinander abgucken. Das ist ja kein Zufall, dass am Gymnasium das eher selbstverständlich ist und dass man auch eher so ein Auslandsjahr in der 11. Klasse in die USA oder so macht. Das kennt man, da kennt man Leute, die das machen oder gemacht haben. Und dass an Hauptrealschulen, Oberschulen oder wie sie gerade in den Ländern jeweils heißen, das eher nicht so bekannt ist und auch gar nicht stattfindet, weil das hat da noch nie einer gemacht und Lehrer sind völlig überrascht, wenn bei Sarina Heinze sich da jemand durchsetzt. So, ich glaube, das ist schon auch eine Frage von Bildungsgerechtigkeit und wie unser Bildungssystem insgesamt aufgestellt ist. Das liegt nicht an der Unfähigkeit von Lehrerinnen und Lehrern, von Schulleitungen, sondern es liegt ein Stück weit an systematischen Fragen. Ich glaube, da muss man darüber reden, wie Schüler länger gemeinsam lernen, damit wir mehr soziale Durchmischungen haben, weil aktuell ist es ganz offenkundig eine soziale Frage. Und BAföG, ja. Ich glaube, wir brauchen ohnehin eine umfassende BAföG-Reform, wo noch viel mehr mitgeregelt werden muss. Aber das ist definitiv ein Punkt, der hat eine große Relevanz. Ich bin auch beim Schüleraustausch dafür, dass man darüber redet, wie man Familien unterstützen kann, die aufnehmen wollen. Was ich klar ablehnen würde, wäre sowas wie eine Kindergeldleistung. Mhm. Das sind sozusagen finanzpolitische Leistungen, die sind daran gekoppelt, dass jemand hier selber ein Kind großzieht und Steuern zahlt und sozusagen dafür weniger Einkommensteuer entrichtet. Und weil das manchmal so wenig ist, weil die Leute so wenig Einkommen haben, gibt es als Ersatzleistung das Kindergeld. Das ist in Deutschland klar und finde ich auch sauber geregelt. Das kann man nicht beliebig auf alle möglichen Bereiche ausweiten und das würde es wahrscheinlich auch entwerten. Also eine große BAföG-Reform steht bei uns hin auf der Agenda, zumindest in dem Bereich. Da gibt es, wie gesagt, viel mehr Baustellen als nur die Frage Schüler-BAföG. Und ansonsten fände ich es gut, wenn nach 2 Jahren sehr alarmenden und teilweise völlig zum Erliegen gekommenen Austausch, Beziehungen auf allen Gebieten, Schüleraustausch, internationaler Jugendaustausch und viel verloren gegangene Netzwerke und Kontakten, man eine kleine Starthilfe nochmal gibt, auch vielleicht finanzielle Anreize gibt, um brachliegende Kontakte zu reaktivieren oder auch neue zu knüpfen. Also ich habe durchaus auch von Ehrenamtlichen bei mir im Wahlkreis, die internationalen Schüleraustausch machen, insbesondere mit den USA, schon gehört, dass es deutlich schwieriger ist, dass Kontakte nach 2 Jahren einfach irgendwann weg sind, man sich aus den Augen verliert. Und ich denke, das sind genau Punkte, da wird man vielleicht ein bisschen helfen müssen.